Ja, dann machen wir die nämlich mal voll. Und dann ist Tutti hier. Nun geht es nicht. Was ist denn da los? Das ist wirklich, das ist jetzt, das wird mir einiges an Geld bringen. Weil das verkaufe ich ja gleich am Hofladen. Stellen wir mal das Hängerchen hier nebenan. Gut. So, was den Drescher angeht, 140.000, dann wird es halt wieder knapp mit, dann wird es knapp mit, Dings da kaufen, Feldern kaufen. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich mir jetzt schon Drescher kaufen will. Oder ob ich vielleicht erstmal das LU beauftragen soll. Das war schlecht. Gut. Dann sind die alle drei voll. Heißt, gibt jede Stunde ein bisschen Geld vom Hofladen. Ich gehe mal gerade das Wasserfass wieder auffüllen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik hier, da über den Hofladen Geld zu verdienen. Gleich aufs GPS-Bild nochmal gucken, wie weit der Herr Müller mit der Ernte ist. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, hier unten ist jetzt halt nichts mehr zu ernten.
gerade mal gucken, was hier angepflanzt ist. Überall Gerste. Dann werde ich gleich mal den Neumann anrufen. Ob die jemanden haben zum Dünge streuen, zum Pflanzenschutz fahren. Beziehungsweise der Jürgen muss mich anrufen. Volker Bauner hier. Hallo, Bauhof Jürgen Resex hier. Moment. Kaufst du zwei Pickups oder was? Ja. Ich wollte gerade mal fragen. Achso, nee. Kannst du mir zwei Felder ins Grundbuch eintragen? Ja. Oder eins vielleicht. Warte mal, guck mal gerade rein, die 89. Ja, Baller. Kann ich eintragen. Was kosten die? Kostet, kann ich dir sagen, Moment. Kostet an sich. Ist er noch da? Kostet insgesamt 87.500. Okay, und das Feld daneben? Der ist ja ein bisschen kleiner, glaube ich. Mit Eintragung? Ja. Okay. Dann würde ich das kaufen. Okay, dann 13.2 einmal bitte an. Die Stadt. Warte, muss ich kurz ausrechnen. 13. Die Hälfte wären 7,6. 7,6? Jo. Ja, dann einmal 7,6 an die Stadt überweisen. Ja. Nee, 8,6. 8,6. Nee. 13,2 13,2 geteilt ja, durch. Ja, 8,6. Passt. Na, okay. Wenn du das sagst. Okay. Den Rest an den Bauhof. Bitte. Also 6,6 an den Bauhof. Ja. Okay. Gut. Jo. Dann danke ich erstmal, gell? Jo, kein Thema. Ich melde mich nachher vielleicht nochmal, je nachdem, wegen einem anderen Feld noch. Ja, okay. Danke, tschüss. Jo. Das ist anschön. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich bräuchte mal einen Pflanzenschutz. Pflanzenschutz mitnehmen. Oder? Nee, zum, dass jemand kommt, Pflanzenschutz machen. Feld 88. Feld 88? Jo. Ist Ihr neues Feld? Jo. Jo, bin unterwegs. Haben Sie schon irgendwie eine Ahnung, was der Soja einbringen wird? Nee, ich habe das noch gar nicht im Moment im Stress. Okay. Aber ich kümmere mich darum. Sie wollen ja auch Ihr Geld haben. Ja, natürlich. Okay. Ich gut. Kümmere mich drum. Achso, brauche ich Pflegebereitung? Ja, wäre nicht ganz ohne. Okay.
Gut, danke erstmal. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe mal, dass es keine Pflegebereifung braucht. Achso, Moment. Ich hoffe mal, dass ich doch keine Pflegebereifung brauche, sonst habe ich jetzt gleich ein Problem. So, dann fahre ich nämlich den mal gerade mal ein bisschen Dünger rüber. Keine Pflegebereifung. So, Delay. Da werden wir uns hier ein paar Felder anlachen. Das ist nämlich dann ein bisschen lukrativer für uns, wenn wir hier bei unserem Hof Felder haben, wie wenn ich irgendwo in der Landschaft andere Felder habe, die viel zu weit weg sind und sich für mich nicht lohnen. Vielleicht quatsche ich auch mal mit dem Jürgen, ob der mir hier irgendwie so eine Hebebühne hinstellt, dass ich meine Reifen selber wechseln kann. Weil ich werde nachher auch Pflegebereifung hier brauchen. Dann muss ich immer zu dem gurken, um meine Reifen wechseln zu lassen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Hallo? Hallo Jürgen. Sorry. Bin gerade am Dünnen. Du, ich habe eine Frage. Ja. Kannst du mir eventuell irgendwie so eine Hydraulikbühne oder sowas hinstellen, dass ich meine Reifen wechseln kann? Ja. Also sowas wäre halt geschickt, irgendwie eine kleine Hebebühne oder irgendwas oder so eine Vorrichtung, dass ich halt meine Reifen selber wechseln kann. Sind so wohl sehr teuer, ne? Ja, was kosten die? Warte nach. 28.000 Listenpreis. Oh, haben wir da nichts Günstigeres? Günstigeres haben wir. Doch, was für 5.000. Ja, wo denn? Diverses ganz hinten. Also recht weit hinten. Ah ja. Ja genau, sowas wird ja reichen. Okay. Ich melde mich dann bei dir nochmal. Weil ich nur Sprühfarbe. Ja, das passt. Dann, wenn der Wagenheber dabei ist, dann passt's. Ja, der ist dabei. Okay. Gut, ich melde mich dann nochmal. Jo. Tschüss. Tschüss. So, warte mal. GPS. Der braucht nur ein bisschen. Okay. Dann haben wir hier gedüngt. Gewicht könnte ich mal verkaufen.
Achso, dann fahre ich mal gerade zum Händler. Kriegt er das Gewicht wieder. Das brauche ich nicht mehr. Das ist noch von den alten Zeiten, als wir noch Förster waren. Müssen wir uns merken. 461, 500, 500, 461, 536. Ist das richtig? Das lohnt sich. Das lohnt sich, wenn wir jede Stunde 500 Euro dazu kriegen. Durch die drei Gewächshäuser. Da rentiert sich der Hofladen.